Hallöchen und weiter geht's mit Marvel Contest of Champions. Wir machen jetzt hier erstmal wieder ein bisschen Bambule, zocken als erstes gegen Hawkeye. Checken den einfach mal ab. Ah, mit Colossus wollte ich nicht kämpfen, aber jetzt ist es so, wie es ist, drauf geschissen. Was war das für eine Runde, Alter? Richtig geil. Unser Colossus ist auf jeden Fall on fire, der Typ. So, dann würde ich aber sagen, den nächsten Kampf zocken wir auf jeden Fall mit dem anderen. Nicht mit Colossus, da suche ich mir einen anderen aus. So, dann zwischen wir auf jeden Fall hier wieder gerade hoch, weil die Wahl, das Stück ist das einzige Stück, was wir noch nicht freigeschalten haben. Von daher müssen wir da lang. Das seht ihr mal an den gestrichelten Linien. Die durchgezogenen habt ihr schon gezockt und die gestrichelten müsst ihr noch frei machen. Nur mal so zur Info, dann würde ich sagen, nehmen wir unseren Iron Fist und gehen in den Kampf, gucken, was hier heute so abgeht, wie wir uns verkaufen, ob wir ein paar Schläge einstecken oder nicht. Das liegt natürlich voll und ganz an uns. Von daher müssen wir gucken. Oh, da war schon der erste, der völlig eingeschlagen ist. Aber wir konnten uns auf jeden Fall gut zurückkämpfen und jetzt sieht es relativ gut aus für uns. Von daher mache ich mir eigentlich keinen Korb. Jetzt blocke ich einfach mal. Oh, hier gehen wir erstmal weg. Und dann machen wir einfach mal so. Zack, zack. KO. Lässt die Runde fetter Sieg. 15 Schläge ausgeteilt. Globik, haben wir überhaupt den eingesteckt? Nö, doch. 15 Schläge ausgeteilt, ihn eingesteckt. Trotzdem relativ okay für uns. So, dann nehmen wir den nächsten Kampf. Wie gesagt, hier ist gestrichelt. Da müssen wir auf jeden Fall noch zocken. Hier zwischen wir auf jeden Fall erstmal weiter. Gehen auf Überspringen. Und dann können wir natürlich sagen, wir wollen hier lang. So, mit wem zocken wir? Da zocken wir auf jeden Fall auch mit Iron Fist. Der ist nicht ganz so stark. Da macht er auf jeden Fall ein bisschen mehr Laune, finde ich. Finde ich immer ein bisschen sinnvoller. Trotzdem, der jetzt auch schon sehr überlegen ist, hätten wir natürlich noch einen anderen Kämpfer nehmen können. Aber wie ihr wisst, müssen wir immer ein paar Kämpfe bestreiten. Von daher ist es doch sinnvoll, die besten Kämpfer mitzunehmen. Aber das war auf jeden Fall auch wieder ein lässiger Sieg, ein 18er Combo, ohne auch nur einen Treffer abzukriegen. Denke ich schon, dass es relativ cool war. So, dann nehmen wir den nächsten Kampf und schalten somit die 100% dann auch bald frei. Soweit ist nicht mehr. Oh, jetzt kommt der nächste Überfall. Ich habe richtig Schiss. Ich würde sagen, da nehmen wir Gamora mit ins Boot. Die ist die Frau für das Grobe. Und muss das jetzt richten, muss natürlich alles dafür tun, dass wir nicht überfallen werden. Ich denke schon, dass es schafft, wenn sie sich nicht ganz so glatt anstellt, beziehungsweise wenn wir uns nicht ganz so glatt anstellen. Oh, da war der erste Schlag, der gesessen hat. Oh, der zweite. Ah, der dritte, vierte, fünfte, sechste, alter, siebte. Sieben Schläge haben wir abgekriegt. Das Ding auf jeden Fall ratzi-fatzi, aber auf jeden Fall mal gut ausgeteilt. Von daher, alles schick, alles Bombe. Siebenmal eingesteckt, 20 ausgeteilt. Den Kampf haben wir gewonnen. Der Überfall ist hier Geschichte. Dann zwischen wir hier auf jeden Fall weiter zu Wolverine. Gucken, ob wir den auch vernichten können. Ich denke schon. Nehmen wir auf jeden Fall wieder unseren Iron Fist mit ins Boot, dass wir unseren anderen Kämpfer erstmal ein bisschen schonen können für den Endkampf. Da können wir uns natürlich noch aussuchen, wen wir nehmen. Sind beide relativ gut und mit beiden werden wir auch gewinnen. Denke ich jedenfalls. Von daher kann man sich das aussuchen. Oh, 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 oh. Wolverine, bleib mal lässig, Kollege, Alter. Geiler Special. Ich liebe diesen Special. So, zwei Schläge eingesteckt, 15 ausgeteilt, eigentlich wieder souverän von uns. Aber jetzt kommt es darauf an, wer den Endkampf gewinnt. Gucken wir einfach mal. Ich denke schon, dass wir da gute Karten haben, weil wir doch relativ starke Champions hier am Start haben. Hier unser Colossus ist auf jeden Fall richtig on fire, genauso wie Gamora. Selbst mit dem könnten wir das in Angriff nehmen. Wollen wir das einfach mal mit ihm check probieren? Ich würde sagen, jo, das machen wir. Der ist zwar ein bisschen schwächer, aber eigentlich müssen wir das packen. Denke ich jedenfalls. Auf jeden Fall ist er von der Power her nicht mehr ganz so fit, aber eigentlich denke ich schon, dass wir das hier reißen können. Von daher brauchen wir uns keine Platte machen. Hahaha, waren wir vor ihm dran mit einem harten Schlag. Richtig geil.
Ja, jetzt haben wir zwar noch mal ein bisschen was abgekriegt, aber jetzt kommt unser Special, den er natürlich blockt. Aber trotzdem haben wir einen K.O. geschlagen und haben auf jeden Fall das Event hier erstmal abgeschlossen. Auf jeden Fall in dem, nicht Kapitel, sondern keine Ahnung, warte mal, müssen wir mal nochmal gucken. Auf jeden Fall in dem Level haben wir es abgeschlossen. Hier der enttarnte Schurke, den haben wir jetzt komplett auf 100%, richtig geil, richtig Hammer. Können wir erstmal unsere Belohnung abgeben und zwischen erstmal wieder zurück und sind auch erstmal durch für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Weiter geht's dann mit Aufgabe vom Collector. Hier im Kapitel 1 die Invasion. Nur mal so zur Info. Freut mich auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall geil, wenn ihr wieder einschalten würdet. Wie gesagt, wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.